Mein Name ist Robert Uhlmann und ich vertrete das Sitemount Forum. Ihr findet uns im Internet unter www.sitemount-forum.com. Ich stelle euch heute das neue Produkt aus dem Hause FinSAP vor, das Fly Speleo. Das Fly Speleo ist eine Ergänzung des Portfolios basierend auf dem FlySight, das sehr, sehr erfolgreich am Markt angenommen wurde. Rechnung tragend den vielen Kundenwünschen hat FinSAP hier einige wesentliche Änderungen vorgenommen, die ich euch heute vorstellen möchte. Vorab möchte ich euch aber die wichtigsten Spezifikationen mitteilen. Wir haben hier eine zweischalige Blase mit der 2000er Cordura Außenhülle. Wir haben ein Bleiaufnahmesystem, das zweireihig auf dem Rücken auf einem Softback angebracht ist, das 14 Kilo Blei aufnehmen kann. Weiterhin haben wir die Möglichkeit, zwei Inflator-Positionen zu wählen, auf der linken Seite oder auf der rechten Seite, ganz nach dem Wunsch des Sitemount-Towers. Haben aber natürlich darauf geachtet, dass es noch immer ausreichend Auftrieb mit 16 Liter oder 16 Kilogramm hat. Ein System, das für Reisen ein sehr geringes Reisegewicht euch verspricht, auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch ein kleines Packmaß. Und somit ein Produkt für jedermann. Kommen wir nun auf die inneren Werte. Ich zeige euch, wie das Bleisystem aufgebaut ist. Wir haben hier im Gegensatz zum Wettbewerb ein zweireihiges Bleiaufnahmesystem mit jeweils einzelnen Kammern. Das ermöglicht euch, das Gesamtgewicht, das ihr benötigt, nicht mittig auf der Wirbelsäule zu tragen, sondern etwas breiter und flächiger auf dem Rücken zu tragen und somit deutlich angenehmer. Die Bleiintegration folgt einfach in der Weise, ihr öffnet die Klettverschlüsse, die sehr fest sind, und könnt euch hier die Bleistücke einfügen. Das Gesamtgewicht, das aufnehmbar ist in diesem Modell, sind 14 Kilogramm. Habt ihr den nötigen Bleibedarf ergänzt, schließt ihr einfach das Ganze und ihr habt ein sehr bequemes Soft-Backpack. Weiterhin und sehr gern angenommen von unseren Kunden, sind die Billy-D-Ringe aus dem FlySight übernommen. Die wurden sehr stark nachgefragt und wurden auch hier wieder eingesetzt. Kommen wir zum wesentlichen und wichtigsten Detail dieser neuen Blase des FlySpeleo. Wie ihr schon seht, ist aufgrund dieser voll aufgeblasenen Zustand schon eine sehr, sehr körpernahe Form gegeben. Das heißt, die Form ist sehr, sehr strömungsgünstig. Die meisten Wettbewerber haben hier in der Regel eine Blasenbildung in diese Richtung oder in diese Richtung oder hier nach außen. Wie ihr seht, ist aber diese Blasenform hier nach unten geführt. Das sorgt dafür, selbst im maximal aufgeblasenen Zustand bleibt die Blase sehr, sehr strömungsgünstig. Wir nennen dies Shape Memory Effect, SME kurz, und das ist mit die Innovation, die es so am Markt noch nicht gibt. Und nun die wichtigsten Details und Merkmale nochmal zusammengefasst. Wir haben hier eine zweischalig aufgebaute Blase mit einer 2000er Cordura Außenhülle. Die besondere Form der Blase erlaubt euch, in engsten Stellen und Restriktionen durchzukommen und das in einem maximal aufgeblasenen Zustand. Das System erlaubt euch, 14 Kilo Blei aufzunehmen bei 16 Kilogramm Auftrieb. Das ist ein sehr guter Wert. Weiterhin könnt ihr dieses Produkt ab Frühsommer 2017 am Markt kaufen.